Der Weltfußballer des Jahres 1998 wurde am 1. Februar 1999 im Theatre National de Catalunya von Barcelona gekürt. Es war die achte Vergabe der 1991 vom Fußballweltverband FIFA eingeführten Auszeichnung Weltfußballer des Jahres. Gewinner der Auszeichnung war der Franzose Zinedine Zidane. Abstimmungsmodus. Der Gewinner wurde durch eine Abstimmung unter 129 Nationaltrainern der Welt ermittelt. Diese nannten jeweils die drei ihrer Meinung nach besten Fußballer, wobei keiner der drei aus ihrem eigenen Land stammen durfte. Eine Nennung an Platz 1 brachte fünf Punkte, ein zweiter Platz drei Punkte, der dritte Platz einen Punkt. Danach wurden die Punkte addiert. Ergebnis Platzierung Die Platzierung, die ein Spieler erzielt hat. Name Name des ausgezeichneten Spielers Nationalität Nationalität des ausgezeichneten Spielers Verein Verein, für den der Spieler in dem Kalenderjahr aktiv war. Wenn ein Spieler den Verein gewechselt hat, wird der abgebende Verein an erster Position genannt Stimmen. Die insgesamt erhaltenen Stimmen aller Länder.